Hallo ich meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4, dem Erbfolge LP Not So Ready T, vor allem Not So Ready T, da wir im letzten Part miterleben mussten, wie der widerliche, stinkende, nicht ganz so gut aussehende und vor allem nicht mal richtig Deutsch sprechen könnende Bade da unten es geschafft hat, mit widerwärtigsten Methoden sich den Kaiserthron, den heiligen Kaiserthron zu sichern und ihn mit seinem fetten, runzligen Arsch damit entweitert. Ich spreche natürlich von niemand anderem als Güntherus Schedderus. Sag mal hallo, du Schwein. Hallo, ihr Schweine. Seid mir gegrüßt. Sehr schön. Ja, das war's dann auch schon. Kaiserliche Sprechzeit ist vorbei. Wir begrüßen nämlich noch den dritten Teilnehmer. Der sich hoffentlich jetzt endlich mal dazu entschließt, sich mit mir auf ewig zu verbünden und mein Vasall zu werden und dann mit mir gemeinsam gegen diese Typen da vorzugehen. Hallo Marvin! Servus, Roland! Und für diejenigen, die jetzt beim letzten Mal nicht meine Folge angeschaut haben, warum ist Günther Kaiser geworden? Ich war ja vorne, ich hatte zwei Stimmen, ich hatte die Mainzer Stimme auch, die am Ende die Spring Road war. Soll ich übrigens mal gerade weitermachen, die Pause? Ja, klar, mach weiter. Mach mal. Oh, das Problem war ganz einfach, Kleve ist angegriffen worden, zuerst von Geldern. Bei Geldern war Burgund dabei. Und das heißt, Burgund hat halt natürlich ohne Probleme Kleve vernichtet. Dann hat Köln Kleve angegriffen, zusammen mit Nassau und Trier und mich in den Krieg gerufen. Also Kleve hat mich in den Krieg gerufen. Dann hätte ich alleine gegen Nassau, Trier und Köln kämpfen müssen, weil Kleve ja schon tot war. Ich habe diesen Ruf zu den Waffen abgelehnt. Und dann auch so viel Prestige verloren, dass Mainz mich nicht mehr gewählt hat. Und das war eigentlich auch schon die ganze Geschichte hinter diesem Schwachsinn. Und, so es, war halt aus. Und es ist halt ausgerechnet diesen Zeitpunkt gefallen. Dass wenn zwei Monate vorbestellt wäre, wäre ich Kaiser. Aber so kann es, so kommt es halt manchmal. Das war auf jeden Fall... Alles billige Ausreden. Ich möchte auch noch sagen, dass ich mir ganz, ganz hinterhältig die Gunst der Mainzer dadurch erschlichen habe, dass ich ihnen 25 Dukaten geschenkt habe. Oh, du hast es gewagt. Das habe ich ja vorher auch gemacht, denkt ihr nichts. Was? Ich habe ihnen auch Dukaten geschenkt zwischendurch, damit ich vor ihm war, vor Günther. Ja. Welch Schufte ihr doch seid. Jetzt habe ich gerade Salzburg gestackwiped. Fies Kind. Ich mache jetzt mit meinen ganzen Marvin gelingen so Sachen immer, ne? Aber mir irgendwie, naja. Mit meinen ganzen Territorien mache ich jetzt sage und schreibe ein Gold. Also sagen wir es mal so, wenn du mal brutale Stack-Vibes sehen willst, dann musst du die das Mongolen-Let's Play, ich glaube, ab 29. Folge anschauen. Ja. Oder spiel einfach mal selbst mit einer Horde. Das ist wirklich brutal, was du da auf eigenem Territorium alles anrichten kannst. Also das war mein erster Russenkrieg. Es hat sogar einer meiner Zuschauer coolerweise eine Statistik gepostet. Jetzt muss ich nur kurz schauen, wo die war. Also Vergleich zu den Gefallenen, das waren ja schon relativ brutal, weil in den ersten drei Schlachten, das waren drei Stackwipes, 22.000, 24.000, 35.000 jeweils gestackwiped. Ja. So, wo war das? Das ist echt böse gewesen sein. Genau, mongolische Eroberung von Russland. Insgesamt Russland 284.000 Tote, Mongolen 33.000 Tote. Wie bitter ist das denn? Vor allem, die haben halt richtig böse schnell ihre Truppen wieder aufgebaut, die Russen. Ja. Wie es Russen halt so machen. Ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend, was du da angestellt hast, meine Herren. Ne? Ja, der war brutal, der Krieg. Ich war drei Technologiestufen vor ihnen als Horde, das war das Lustige. Ja, das würde mir zu denken geben als normale Nation. Oh, Wiener erholt sich gerade echt wieder. Das finde ich sehr schade eigentlich. Und die Sachsen sind wieder da und zerficken meine Armee mit ihrem Übergeneral. Zerfickt. Zerfickt nochmal. Ja, zerfickt. Genau. Oh, ich habe zu viel Diplomat. Ich muss mal kurz pausieren, weil ich kriege hier auch wieder dauernd Pop-Ups. Ah, weil Mecklenburg-Braunschweig den Krieg erklärt hat. Okay. Toll. Ich muss warten, weil ich meinen Anspruch nicht kriege und er holt sich's währenddessen. Das kotzt mich schon wieder an.
Wenn mein Anspruch nicht entdeckt geworden wäre, hätte ich Braunschweig schon angegriffen gehabt zu diesem Zeitpunkt. Auch ein Scheiß. Stupp, red nicht mehr mit uns. Oh ja, ich habe total wieder vergessen. Ah, das ist eine schreckliche Umgewöhnung. Mit diesem Tastendrücken zum Reden. Wer denkt sich so eine Scheiße denn aus? Du musst es ja nicht aktivieren. Ich habe es jetzt aktiviert, weil wegen meines Halses, damit ich euch nicht die ganze Zeit voll huste. Ich kann es ja aus meinen eigenen Sachen rausschneiden. Wisst ihr? Es ist so mein Gedanke. Pure Rücksicht. So dankt ihr es mir. Die mir gar nichts mehr sagt. Und Günnar, hast du deinen Thron schon voll gefurzt? Ich bin dabei. Ah, Gott. Unverdient, ey. Bin immer noch dabei. Vielleicht kriege ich jetzt langsam mal die Pfalz. Wie sieht's denn damit aus? Na, komm schon. Ich finde das irgendwie merkwürdig. Wisst ihr, warum immer die, warum immer die Hotte Hüst zuerst aufgefüllt werden und dann erst die Infanterie? Nö. Das finde ich, find ich nämlich echt doof. Das ist leider doch häufiger der Fall. Ist echt also rassistisch. Ich will ja nichts sagen, Struppi. Du solltest gerade den kriegen. Ja, ich weiß. Ich habe das auch gerade sowas von. Das ist ein. Ey, ich drehe hier langsam durch, ne? Was ist los? Was wird passieren? Berlin wird belagert. Berlin wird belagert? Berlin wird belagert und das würde Brandenburg. Oh, ich glaube, ich bin am Arsch. Nein. Das hat er schon mal gesagt heute, das stimmt aber nie. Du hast Brandenburg auf deiner Seite, jammer. Ja, nee, ich glaube, das könnte ganz schön knapp ausgehen. Ja, natürlich, weil wir jetzt auch so schlecht würfeln die ganze Zeit. Oh, verdammt, das könnte wirklich eng werden. Die schaffen das wirklich noch. Weißt du, eigentlich hätten wir das locker hier gewinnen müssen, aber die schaffen es tatsächlich halt genau so anzukommen. Ah, und jetzt kämpft im Fluss über Gärung. Ist das lächerlich? Ist das scheiße lächerlich? Ich bitte euch. Ey, es ist doch nicht euer Ernst. Wir würfeln halt wirklich. Die ganze Zeit hauen wir einen Typen nach dem anderen weg. Die Moral der Gegner schrumpft nur. Aber sobald die anderen sich mal auf den Weg machen. Das tut der Moralfall nicht gut, wenn die Gegner Nachschub kriegen. Das ist ganz normal. Nein, ich meine, sobald die anderen Gegner sich auf den Weg machen, ist es so, dass wir so würfeln, dass die Gegner quasi gar nichts mehr verlieren. Also war jetzt wirklich gerade so. Ja, wie gesagt. Und ich kann niemanden angreifen, weil ich auf Seiten des Kaisers in einem Krieg bin. weil Baden in seinem Krieg ist. Ich krieg die Krise. Mecklenburg an Braunschweig ab. Mecklenburg tritt Kernprovinz in Midtjylland an Bornholm in Dänemark ab. Na wundervoll, ich bin am Arsch. Ach, so schlimm ist es noch nicht. Noch lebst du. Noch sind deine Truppen da. Habe ich schon mal gesagt, dass man als Kaiser irgendwie zusätzliches Geld kriegen müsste? Damit man überhaupt auch mal von diesem erhöhten Truppenlimit Gebrauch machen kann? Das bringt einem ja sonst irgendwie immer herzlich wenig, ne? Du musst den gemeinen Pfennig einbringen, da kriegst du mal locker flockig 20 Dukaten pro Monat. Das echt heftig, klingt nach einer Maßnahme. So, damit stimmt, ich stimme nicht für die nächste Reichsreform, solange Baden Kaiser ist. Das fällt dir aber auch früher auf. So, und damit ist der Untergang unserer Armeen besiegelt. Mit halber Moral müssen wir uns hier verteidigen. Scheiße, nein, ach Gott. Das tut weh. Ich muss mal ganz kurz versuchen, hier den Schaden zu begrenzen. Oh, süß. Also ich habe 90%, ich kann also bald Braunschweig angreifen, das entlastet dich.
Es wäre ja, dann kannst du dir eine Scheiße halt schnappen, ne? Ich werde mir den Scheiß halt, ich werde dann einfach versuchen, hier rauszukommen aus diesem Krieg. Weil die Frage ist, ob ich Braunschweig angreifen kann, oder wenn mir jetzt Brandenburg nicht mitmacht, natürlich. Wundervoll. Jetzt, oh, wunderbar. Ha, fick dich, Spiel. Ist auch noch mittendrin im Krieg ein Regent. Oh, hab ich mir die Provinz genommen? Ah, eigentlich sollte diese Provinz an Böhmen gehen. Okay, gut. Freude durchströmt mich. Baden in Wittenberg, das ist durchaus interessant. Ja, das sollte eigentlich an Böhmen gehen. Ich hab's irgendwie gerade verkackt. Ist mir auch gerade passiert, ähnliches. Jetzt muss ich ihnen halt Nürnberg geben. Das ist halt doof, aber... Oder nee, ich gebe ihnen die Oberpfalz. Das wird auch machbar sein. Scheiß Dreck. Na wundervoll, jetzt haben sie uns hier komplett drin. Scheiße. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Ende meiner Glückssträhne, würde ich sagen. Die machen mich gerade ganz gut fertig. Die Kerls. Oha. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich brauche, um diese ganzen Darlehen abzuzahlen. Ja, das kenne ich. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen mehr aufgenommen als du. Scheiße, nein. Ah. Kannst du nicht Friesland holen in Altmark? Doch. Gerade dabei. Ich hoffe mal, dass... 9-6 ist doch schön. Ich werde sie wahrscheinlich nicht wieder... Ah, doch. Ich werde sie... Oh, ich hoffe, ich werde sie zerstören können. Natürlich marschiert gerade Braunschweig nach Süden. Aber du hast doch gerade 3 neue nacheinander gewürfelt. Also. Naja, aber Braunschweig ist kurz davor, anzukommen. Bei meinem Glück schaffen die das noch. So, ich sehe sie auch wieder. Brauchen sie noch nee, sie marschieren wieder zurück, alles gut. Oh, aber das war knapp. Vibe. Ach, das ist so schade, ich sehe da oben so wenig, was beim Tille passiert. Das ist echt doof. Ja, ich sehe es halt wegen Brandenburg. Wegen Brandenburg, weil die mit mir verbündet sind. So, dann muss ich jetzt gleich mal schauen. Die Pfalz bleibt dann noch mal ein bisschen im Krieg mit drin. Das ist ein Krieg, Leute. Das ist ein Krieg. Das gibt's nicht. Plünder mal noch ein bisschen. Minus 18 pro Monat. Wobei, wir könnten es mal mit Eger versuchen. Brandenburg und Braunschweig liegt man sich gerade im Belagerungsrennen. Wenn Brandenburg das gewinnen kann, dann habe ich echt unglaublich viel Schwein gehabt. Die sind gerade eine Belagerungsphase, glaube ich, voraus. Brandenburg hat die Mauern durchbrochen, also kann es euch doch so schlecht nicht gehen. Braunschweig hat auch die Mauern durchbrochen. Die sind bei minus 28, Brandenburg ist auch bei minus 28, aber so ungefähr einen halben Tick quasi voraus, ne?
Ja, Frankfurt. Gut, aber sie haben keine Dings, keine Blockade, also kannst du es eigentlich fast nicht, also du kannst dich schon verlieren, aber solltest nicht. Das ist mein Glück gerade, ich würde am liebsten... Ah, Moment kurz der mal. Der Kühner mal wieder. Ah, Böhmen ist aus dem Krieg raus. Na, ah, schaffst und da es? Kommen schon wieder die Übertruppen. Moment kurz. Nürnberg. Du wolltest doch einen Frieden machen. Nürnberg. Du wolltest doch einen weißen Frieden machen, oder? Ne. Na gut, Bayern ist wenigstens noch drin. Ah, sie greifen an. Oh, Österreich fabricated claims bei mir. Oh, das war ein Stackwipe. Krass. Hast du einen Stackwipe gemacht? Ja, ne? Ja. Ansonsten wäre es wahrscheinlich gerade lauter geworden. Ja, das kannst du wohl sagen. Hey. Ich bin ein friedlicher junger Mann. Ich habe meinen inneren Frieden gefunden. So, 14% bei Brandenburg und minus 7% bei Braunschweig. Das ist ein Krieg, ey. Also jetzt, nachdem Braunschweig gerade, Brandenburg gerade die Belagerung gewonnen hat, kann ich es dir ja sagen. Ich stand gerade echt in meiner Provinz und habe darauf gewartet, dass Brandenburg so dumm ist und die Belagerung aufgibt. Ich hätte sofort den Krieg mit nach Braunschweig gestellt. Brandenburg ist ein Wichser. Nein, ganz ehrlich, Brandenburg sorgt gerade dafür, dass ich den Krieg vielleicht doch noch verliere. Braunschweig ist voll belagert, jetzt stell dich nicht an. Wenn du das gerade sehen könntest, was Brandenburg gerade gemacht hat, das ist einfach lächerlich. Beziehungsweise ich finde, das ist lächerlich, dass ich das nicht gewonnen habe bisher. Ich hab einen friesländischen Stack angegriffen. Ah, ich sehe es, ja. 4000 Mann oder sowas und hätte die eigentlich fast wipen. Mhm. Ich sehe deine Problematik. Verdammt, ich kann nicht mal Frankfurt angreifen, weil der Baden der Kaiser ist. So wie es gerade aussieht, wirst du dir trotzdem noch Braunschweig sichern können, denn ich kann nichts weiter als einen weißen Frieden schließen. Aus irgendeinem Grund hat Bayern jetzt, weigert sich Bayern, okay, Bayern hat gerade Ansbach annektiert, hinter meinem Rücken. Das ist natürlich echt arschig. Sekunde mal bitte. Da muss ich mal gerade meine Macht spielen lassen. Wollen sie nicht, mache ich trotzdem. Okay, wir können wieder. Sorry. Marvin, deine Chance, würde ich mal sagen. Ja, ich kann es halt lustigerweise eigentlich trotzdem machen, weil ich jetzt, also allein kann ich es halt nicht. Ah, ich ärgere mich so über diesen Scheißkrieg hier, ey. Der hat mich einfach so viel gekostet. Nein, Moment. Das stimmt nicht. Dieser Krieg hat mir die Kaiserkrone gebracht. Ja, ja, doch, doch, das stimmt. Aber ansonsten war der echt mega scheiße. Ich habe ultra viel Rekrutenreserven verloren, ultra viel Geld verloren. Ich habe ultra viel von allem verloren. Wenn dein König jetzt stirbt, dann ist Böhmen Kaiser. Das wäre mir lieber. Und das muss was heißen. Ich hasse Böhmen. Wieso wäre Böhmen dann Kaiser? Ich glaube, die haben mehr Prestige als du. Oh, das könnte in der Tat sein. Ja, aber er ist Kaiser. Bei Stimmengleichheit gewinnt der amtierende Kaiser. Echt? Ja, ja.
Ah, das wusste ich noch nicht. Ich habe jetzt halt das Problem, die haben halt irgendwie schnell locker flockig 5000 Truppen mehr als ich. Und sie sind halt zusammen, weil sie beide in Braunschweig stehen. Na, das ist ein Problem. Jetzt habe ich doch gehustet, obwohl ich noch den Start... Na, egal. Pause? Weg irgendwie? Oder wie machen wir es? Ich bin im aktuell noch im Überlegen, muss ich gestehen. Kann nur schief gehen. Viel Erfolg. Achso. Das kann ich meine Einheit nicht befehligen, aber es passt schon. Yes! Was? Wow, das hat gerade gut geheilt. Entschuldigung, Frankfurt ist im Exil. Darauf wollte ich hinaus. Ah, die Schweine. Die sind alle im Exil, die bewegen sich gerade gar nicht, ne? Aber Braunschweig hat natürlich auch wieder eine 2000er Festung, was alles andere wäre auch langweilig. Was? Wer hat gerade Braunschweig angegriffen? Köln, Nassau und Trier haben Braunschweig angegriffen. Super. Ja, und Braunschweig will sein Exil in Braunschweig auflösen. Das sollten sie aber eigentlich verlieren. Nicht gerade die beste Idee, ja. Ich glaube, das checkt die KI nicht so ganz, dass wenn sie mit Exil auf ihre eigene Provinz marschiert, dass dann ihr Dings aufgelöst wird. Ich glaube echt, das checken sie nicht so ganz. Nee. Schön übrigens, dass Frankfurt echt nicht da wegmarschiert, ne? Die warten gerade, bis irgendwie ihre Moral sich erholt hat und dann marschieren sie erst, glaube ich. Das kann sein, aber darauf warte ich halt dann nicht. Ich stehe halt in ihrer Provinz, die können halt aktuell auch nicht so unendlich viel tun. Ja. Außer halt zurückmarschieren. Das ist auch die Sache. Verstehen sie, dass sie zurückmarschieren könnten? Wahrscheinlich schon. Da muss ich halt mit einer Truppe sozusagen in Braunschweig zurückbleiben und nach Frankfurt marschieren, um die Frankfurter Armee zu vernichten. Krieg war so scheiße. Ich habe hier einfach nur so viel Mist gemacht in diesem Krieg. Es ist unglaublich, dass ich überhaupt Kaiser geworden bin. Es hätte gar nicht passieren dürfen, eigentlich. Thüringen hat das aber eigentlich echt genau richtig gemacht. Gewartet, bis ihre Moral voll ist und jetzt marschieren sie nach Frankfurt. Frankfurt hat es richtig gemacht, nicht Thüringen, Entschuldigung. Jetzt wurden beide gestackwiped. Fies. Braunschweig 0, Frankfurt 0. Wir droppen unsere Maintenance auf praktisch 0. Damit wir nicht pleite gehen, bevor der Krieg vorbei ist. Kannst du damit trotzdem noch belagern, obwohl du keinen Unterhalt zahlst? Ja, ja. Ha, geil. Schauen wir mal, ob unser König einen Belagerungswert hat. Yes! Du bist so ein Assi, ey. Och, komm. 2, um genau zu sein. Nee, ne, oder? Denn nein, er hat das ist nicht zwei wahr. Es ist nicht sein Ernst. Es kann nicht sein Ernst sein. Jetzt erobere ich Frankfurt ohne Kriegsgrund als Nicht-Kriegsziel. Könnt ihr eine Koalition gegen mich aufmachen? Und zwar eine das große. Gefällt mir.
Das gefällt mir. Oh, guckt euch mal Köln an. So wunderschön verbunden, wie es jetzt aussieht. Ja, ja, die haben sich gut erobert. Mein kleiner Verbündeter Köln. Wenn ich Frankfurt annektieren würde, also ich schätze mal, dass da locker 20 Nationen drinstehen, die mit der Koalition machen könnten. Moment. Würde ich an deiner Stelle machen. Das sind 30 Nationen, die eine Koalition gegen mich gründen könnten. Frankfurt annektiere. Mach es. Schon, gell? Aber ich das irgendwie fröhlich macht, ich würfel dafür gerade, alles gerade eine 1 gewürfelt und meine Belagerung ist pausiert. Ha. Das hatte ich gerade gebraucht. Was mich auch beruhigen würde, wäre, wenn wir nicht allzu lange Parts machen. Wir sind gerade bei 26,5 Minuten. Oh ja, das stimmt, ja. Also würde ich sagen, machen wir zu Ende oder so? Wir sollten auf jeden Fall so langsam dann zum Ende kommen, ja. Super. Okay. Dann würde ich mal sagen, meine Lieben, ich hoffe, dieser Part hat euch soweit gefallen. Adolf Ernst, der Erste von Was? Warte, wir machen noch bis zum 1. Februar und dann mache ich Pause. Dann haben wir ein schönes, rundes Datum. So, und natürlich, der Günner macht die Pause rein. Ja, Tille, du solltest dann übrigens auf dein Push-to-Talk-Knöpfchen drücken, wenn du was sagen willst. Danke für den Hinweis. Ich werde es nie lernen. Bin ich froh, wenn ich das Ding los bin. Also, ja, ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Part, ich seht ihr dann... gerade beide nicht. Bitte, nochmal, was, Marvin, was? Hallo? Hallo, Marvin? Ihr seid gerade beide unglaublich leise bei mir. Oh, na, dann ist es ja gut, dass wir jetzt den Part so langsam beenden. Okay, ja, wie gesagt, im nächsten Part dann werden wir sehen, wie Günnar glorreich vom Thron gestoßen wird. Und Marvin und ich kloppen uns im Braunschweig. Macht's gut. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.